So, da möchte ich hier an dieser Stelle doch noch so ein Vorwort eben machen. Dieses Video, was man hier gleich sehen wird, war bereits schon mal auf diesen Kanal hier gestellt worden, reingestellt worden. Ich habe es dann aber wieder rausgenommen und ich habe es mir erneut angeschaut und ich denke einfach mal, es wird der Sache gerecht. Es ist absolut zeitgemäß und diese Prognose, die ich dort über diese Arbeit geschaffen habe. Die Arbeit ist bestehend aus zwei Gemälden, aus zwei Bildern. Und alles Weitere werdet ihr im eigentlichen Video vernehmen können. Und wer eher zartbeseitet ist oder psychisch nicht ganz so stabil ist, der sollte hier abschalten. So, und hier geht es jetzt zum eigentlichen Video. Der interessiert ist an der Kunst oder an jeder Freund der Malerei, ist hier willkommen geheißen. Ich möchte euch hier auf diesem Weg mal wieder eine Arbeit von mir präsentieren oder interpretieren. Diese Arbeit hier habe ich vor 20 Jahren geschaffen, genau vor 20 Jahren. Das Entstehungsdatum war und ist 1996. Die erste Arbeit trägt den Titel Ouvertüre 1996. Und da steigen wir direkt mal hier ein. Und was wir hier sehen, entspricht genau das, was wir gerade erleben in Europa und in Deutschland. Und in Deutschland ist quasi auch die Zentrale, ja, dieses Moorlochs. Hier sehen wir eben halt, dass ein Orchester einfach nicht mehr imstande ist, ein Konzert, eine Sinfonie oder was weiß ich aufzuführen. Deutschland ist absolut in den Händen von absoluten Dilettanten, von monströsen Volksmördern. Ja? Ganz Europa soll vernichtet werden, beziehungsweise die Völker, weil eine böse Elite eben halt das Zepter in seiner Hand hält. Diesen Parasiten, den wir hier in Deutschland zum Beispiel haben, der hat sich die höchsten Positionen inne, in der Politik, in der Wirtschaft. Von überall aus manipuliert er das deutsche Geschehen. Wir haben hier die Konfrontation hoch drei, ja, mit Kulturen, die absolut mit unserer Kultur nichts zu tun haben,
Man zerschlägt alles. Man bringt den Deutschen absolut in ein Licht hinein, wo er sich letzten Endes gar nicht vorfindet. Naja, und alles andere erübrigt sich, denke ich mir, die Arbeit spricht für sich. So, und da hatte ich dann auch einen Text damals verfasst. Beides kam zum Tragen in einer Ausstellung, hat eine verhältnismäßig gute Resonanz erfahren. Und den Text möchte ich euch mal hier an dieser Stelle jetzt zeigen. Und von dieser Arbeit, denke ich mir, muss ich hier nicht erklären. Das Ganze spricht für sich. Und das Hauptwerk, das trug den Titel Die 121 Tage von Sodom, wo auch immer das entlehnt ist. Das Bild selber existiert nicht mehr. Das Bild habe ich eigenhändig, ich sag mal so, zerstört. Nicht überarbeitet, übermalt, sondern tatsächlich zerstört. Das war für mich so ein kleines Ritual. Insofern, ich wollte nicht, dass es sich in die Realität hineingebracht sieht. Aber leider Gottes manifestieren sich die Zeichen dahingehend, ja, dass wir uns über uns dahin bewegen. In den Zustand eben einer undenkbaren, düsteren Zeit. Man könnte hier vielleicht so denken, ein Maler solch einer Arbeit, der muss krank sein oder wie auch immer. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich damals schwer getan, ja, in dieser Arbeit, in diesem Szenario einzusteigen. Aber ich habe es letzten Endes doch verstanden, umzusetzen. Naja, für mich hatte sich alles in dieser Richtung schon längst abgezeichnet. Die Leute vor über 20 Jahren, die waren vollends damit überfordert und kamen mir damit, dass ich absolut falsch liegen würde. Man muss ja wissen hier an dieser Stelle, dass der Mensch auch vor 20 Jahren ganz anders unterwegs war. Jetzt die letzten 20 Jahre erfuhr der Mensch ja eine technische Neuerung, sage ich mal, die ja gänzlich ja vor den Menschen selbst nicht Halt gemacht hat. Der Mensch trägt ja diese Technik schon an sich und ist ja vollends verbunden, ja, hat sich vernetzt und der Mensch wird alles mit sich machen lassen. Aus dem einfachen Grund, weil die Medien natürlich dort ordentlich ihr primär zu sehenden Anteil ja dazu leisten, dass der Mensch eben zum Zombie wird oder zum Zombie schon längst geworden ist. Selbst die zeitgenössische Philosophie bringt diesen Begriff Zombie ja schon mit sich. Der Mensch bekommt das nicht mit, ja, dass der Planet eben